Herzlich willkommen zur 54. Folge Transport Fever 2. Hallo. So. Nächster Punkt natürlich. Wir wollen euch hier auch ersetzen. A35 auf 224 und hinten ein A35 dran. So, und jetzt sieht man hier schon alleine die Linie kostet uns, wir haben einen Durchsatz von 714, ne? 889 mit dem neuen System. Die hauen da immer noch was raus. Ich sage mal so, wir werden damit jetzt höchstwahrscheinlich auf einen Transport von über die magische Grenze von 77 kommen. Es ist nur die Frage, ob wir damit jetzt die Überfüllung hier in den Griff bekommen oder eher weniger. Okay. Aber wie gesagt, dadurch kommt hier deutlich mehr an. Die können hier auch deutlich, deutlich mehr produzieren. Aber der Versand in die Städte ist natürlich noch nicht perfekt. So, und da müssen wir jetzt prüfende Maßnahmen treffen. Abnehmer. Liebenwalde 67, 67 passt. Groß-Lüsewitz 96, 96 passt. Dettum 130, 130 passt. Petau 134, 134 passt. Arain 135, 135 passt. Gut. Damit müssen wir jetzt erstmal leben und zusehen, dass wir unsere Raten in der Hinsicht anpassen. Dafür brauchen wir aber Geld. Und mit 20 Millionen kommen wir jetzt definitiv nicht mehr weiter. Wir sind hier schon. Wir fangen mal mit Arain an. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Da kommt jetzt eine A35 drauf. Mit gedeckten Güterwagen. Jetzt noch 13. 3, 6, 7, 8. Ich würde gerne auf gut bleiben bei den Dingern. Man sieht aber schon, auch das kostet uns alleine für diese Linie 50 Millionen. 50. Haben wir nicht. Das heißt, der Ausbau muss leider Gottes erstmal warten. So, du hast dich hier schon ausgebaut. Das heißt, ihr kommt jetzt mit wie viel rein? Ihr fahrt noch nicht voll. Aber man sieht es schon, die beiden Baumstammlinien fahren zumindest schon mal im Plus. Die Lokomotive alleine bringt uns
so ziemlich genau null, weil die Anhänger nur 50 km/h schaffen. Deswegen macht die Lokomotive einfach gar keinen Sinn. Also wir müssen zwangsweise, wenn wir die Lokomotive dranhauen, die Anhänger mittauschen. Alles andere macht leider keinen Sinn. Dann sind sie vielleicht nur, lass es eine halbe Sekunde bis Sekunde schneller an der Beschleunigung. Also das macht auf der langen Strecke einfach, ja, fast keinen Unterschied. Gut, vielleicht hätten wir einfach die kürzeren Routen erstmal nehmen sollen, wo halt nicht 8 Fahrzeuge raus sind. Ja, ich sage mal so, wir sind relativ schnell da. Schönen guten Tag, Hallöchen. Das ist ja super, dass ihr da seid. Dann wird jetzt hier auch mal abtransportiert. Also ich glaube, es würde mehr Sinn machen, wenn wir jetzt die Zugstrecke, da hoch brauchen wir nicht, wir haben eine Zugstrecke, wie viel hatten wir jetzt hier gehabt? Jetzt habe ich genau das falsche Ding erwischt, ne? Nach Bützer fahren wir so hin. Nese und Heukewalde fahren wir darüber. Und Herzberg und Bielen. Waren die beiden hier drüben? Herzberg ist da. Da müssen wir rüber. Und wo war Bielen? Bielen war hier unten. Aber wir brauchen eine Linie raus da lang, eine Linie raus, die nach da unten fährt und eine Linie raus, die nach da. Wer hat sich den Schwachsinn ausgedacht? Warte mal. Kriegen wir das hin, den hier rauszuholen, mit einer Brücke hier oben rüber zu gehen und dann, das ist teuer, aber interessant. Vielleicht auch ein wenig unkonventionell. Sag bloß, das bleibt dann wirklich auf 71. Tatsache. Okay, wenn wir das jetzt natürlich hinbekommen würden. Man nicht rein, ne? Warte mal, wenn wir den, das liegt ja nur an der einen Schiene hier vorne.
bin mir eigentlich relativ sicher. Dass wir diese unkonventionelle Art hinbekommen. Mann, was macht denn jetzt? Nee, das will ich nicht. Ich will da eigentlich rüber. Das Ding jetzt noch. Wenn wir das jetzt da noch rüber bekommen würden. Warte mal. Wir müssen hier hinten hin. Das heißt, wir könnten hier lang fahren. Ne. Moment, ich brauche mal Pause. Nein, der nicht. Der hier. Ich muss mal ganz kurz mitfahren ran. Könnte man auch machen. Das Problem ist, dass wir dann von dem Gleisradius zu eng kommen und nicht mehr mit 120 lang fahren könnten. Dann müssten wir auf der Strecke, keine Ahnung, auf 80 oder 90 runter. Und die Option würde ich mir halt gerne für später aufbehalten, dass es da eventuell mit schnelleren Zügen und sowas. Wenn man das jetzt mal hinten schon sieht, die Brücke. Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Gut, dass hier vorne, das sieht natürlich nicht so schön aus. Aber an sich muss ich ganz ehrlich sagen, doch, gefällt mir. Die Ecke würde wahrscheinlich eh nochmal umgebaut werden, weil wir hier natürlich genau in einem Punkt sind, was so unsere Schiffsrouten anbelangt. Da würde die ganze Geschichte wahrscheinlich noch umgebaut werden. Was holst du denn nicht rein an Kohle? Achso, zeigt er gar nicht an. Na, schade. So, hier, Witzer. Oh. Oh. 66 schon, Moment. Da müssen wir dann gleich mal. Gleich mal rechtzeitig neue Fahrzeuge draufsetzen, weil wenn die natürlich so stark wachsen hier. Oh. Alter!
Heuiuiuiui. Okay, ist ja gut. Wow. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier am Fluss entlang. Das könnte schon ein Tucker zu weit gewesen sein. Aber ich glaube, wir müssen hier schon. Eindrehen für die Links. Aber wir kommen hier an dem Fluss ohne Probleme vorbei. Auch das hätte ich jetzt nicht gedacht. Problem. Wir müssten dann ein neues Wohngebiet, also eigentlich müssten wir auf die andere Seite. Aber obwohl, das ist eigentlich kein Problem. Grundsätzlich. Warte mal, das mal Snapping Tool. Ja, das sieht ganz gut aus. Oben in den Wald hinein. Weil das. Ey, das sollten wir vielleicht als erstes bauen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir. Das gefällt mir. LKW Station. Ach so. Die sind. Schwierig. Da am besten, pass auf, wir setzen. Wir setzen den so rein. Dann haben wir auf jeden Fall da für die Zukunft auch mehr als genug. Das ist Waren. Herschberg will 63 im Moment haben. Nee, Tramdepot will ich nicht, Straßenfahrzeugdepot. Dreiundsechzig im Moment. Nicht Fahrzeuge verhalten, Linie verhalten.
So, Hersberg. Dann haben wir da zumindest. Zumindest schon mal die Fahrzeuge auf dem Weg. Gehst du auf die Linie, dann können wir dich auf die Linie setzen. So, und jetzt ja, müssen wir jetzt hier außen rum und das so schnell wie möglich in einem Knick rein. Ich glaube, das könnte schon ein Tucke zu weit gewesen sein. Obwohl, wir kommen den Knick noch relativ. Oh. Wir haben die rechte. Jetzt habe ich nicht auf die Geschwindigkeiten geachtet. Ich hoffe. Passt aber alles. Ich bin nahezu begeistert. Was ist denn hier los? Moment. Ach, guck mal an. Da vorne Pferdekutschen und aber auch Alter. Geile Scheiße. Guckt euch das Ding mal an hier. Ja, Respekt. Aber da kommen wir nicht mit dem Depot noch hin, ne? Nee. Ja, was meint er, was brauchen wir hier? Also ich denke mal. Hier werden wohl nicht ganz so viele Signale brauchen. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier vielleicht zwei. Oh. Zwei, maximal drei Züge drauf haben. Jawohl. So. Haben wir die Linie dafür schon erstellt? Ich vermute mal noch nicht, ne? Von Bützer. Nach Hersberg. Bitte dort vorladen. Und das ist dann. Werk zu Bützer. Dann hauen wir uns. Du Werkzeug Bützer, könntest du mit auf Terminal 2 gehen. Dankeschön. Dann hauen wir uns hier unten ein Depot ran. Und geben der Werkzeug Bützer, die hier natürlich. Ach Quatsch. Ist natürlich nicht Werkzeugpizza. Ist natürlich Werkzeug. Werkzeug Hersberg. Eine
diese 70er. A35, Werkzeug geht in den gedeckten. Kaufen. Werkzeug Hirschberg. Wie sieht das aus? 84. Ich denke mal, da wird ein Zug reichen. Und ich denke mal, der hier würde sagen, oh Moment, wir bräuchten hier unter Umständen ein kleines bisschen mehr Werkzeuge. Und dementsprechend baut er sich aus. Der fordert dann doppelt so viel an. Das heißt, der Versand wird hier auch auf 200 gehen und dementsprechend, Alter. Ihr kommt jetzt hier voll angefahren oder was? Na toll, alle gerade auf dem Rückweg, ne? Ja, die fahren voll. Du fährst nicht voll. Warum nicht? Fordert nicht oder liefert ihr nicht beide das gleiche? Das wäre so ziemlich. So. Ups. Holzwerkzeug, Holzwerkzeug, ihr seid noch weit im Minus. Du machst Plus, du machst auch Plus. Fünf. Aber die haben ja noch, die haben ja hier noch Holz im Lager. Die bräuchten jetzt halt nur einen Ausbau, ne? Und pass auf, was jetzt passiert. Wenn der Ausbruch hier erfolgt ist, starten die natürlich mit einer deutlich höheren Produktion und das Sägewerk wird den Versand gleich auf, ja, ich denke mal sogar auf 200 hochziehen. Und das wird eine Kettenreaktion auslösen. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen dritten Zug auf beide Linien für Holz, Stämme. Bumm. Siehst du, springt von 100 gleich auf 150, 175, 193, 196. Und auf 200. Konsum 400. Anlieferung hier 500. Okay. Würde jetzt aktuell noch ausreichen. ...46, 47. Du bist tatsächlich schon auf 68 hoch. So auf 73. 73. 73 und 70. Das heißt, ihr seid noch nicht auf der Vollproduktion angekommen. Warum nicht? Okay, ihr fahrt aber noch hoch. Und Holz ist... Holz ist halt ein bisschen knapp, ne?
Aber das sollte sich jetzt gleich ändern, sobald Kötzing das Sägewerk da ausgebaut hat. Deswegen sollten wir hier jetzt drüben. Sicherheitshalber. Das Ding auf 600, 750 hochsetzen. Weil damit sollte man dann, ich gehe mal ganz stark davon aus, damit sollte man hinkommen. So, 73,70. Witzer 77. Ja, ist in Ordnung. Herrspeck 69. Auch das passt. Wo ist denn der Zug? Ach, da kommst du gerade an. Ach ne, du stehst hier schon. Gut, das heißt, du bist jetzt auf der Produktion, die du haben möchtest. Das heißt 155. Das heißt, wir brauchen da natürlich auch 155 Holzstämme. Aktuell versendest. Ach so, wir haben keine Holzstämme mehr im Lager. Beziehungsweise kein Holz mehr im Lager. Und das hier geht gerade auch massiv runter. Aber guck mal, die Fahne ist auch fast voll. So, der Wald sagt sich, das kriegen wir nicht hin. Und der Wald sagt sich auch, das kriegen wir nicht hin. Wir bauen beide schon mal vorsorglich aus. und 300. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn die beiden jetzt da sagen, puff, ich bin auf Level 3. Wie teilen sie sich dann auf? Na komm. Bum bum. Bleiben beide auf 300. Aber das Interessante ist, 300 reicht aus, dass die sich sofort nochmal ausbauen. Aber gut, wie gesagt, du brauchst halt nur 600 oder eigentlich noch nicht mal 600. Ja, Holz wird besser, das wird auch besser. In der nächsten Folge können wir dann wohl. Guck mal, und die sind. Der Zug fährt hinten gerade los. Das heißt, die könnten sogar noch ungefähr rechtzeitig da sein. So, das heißt, in der nächsten Folge haben wir definitiv genug Geld, dass wir anfangen können, die Brotlinien auf effektiv zu bauen. Und ja, ich würde dann sagen, hauen Sie rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.